Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte eine neue Reihe starten, und zwar historische Orte im Walde. Es gibt nämlich relativ viele Kulturdenkmäler, die man im Wald so finden kann. Ich habe bei mir daheim ein paar, ich habe aber auch hier ein paar. Und hier ist in Bayern, bei Freising im Kranzberger Forst, befinden wir uns hier jetzt gerade. Und das ist dahingehend interessant, weil ich auf dieser Bank schon mal saß. Und zwar müsste das noch Ende 2014 gewesen sein, glaube ich. Da habe ich meinen zweiten Teil meiner Wildschwein-Trilogie abgedreht. Vielleicht weiß das ja noch jemand oder hat das irgendwann mal gesehen. Und dachte, das wäre dann demzufolge ein sowieso schon historischer Ort, weil ich ja historisch hier auch schon mal gesessen bin. Nee, soll natürlich nicht um historische Orte gehen im Sinne von vor vielen Jahren, gefühlt vielen Jahren. Das ist ja so lange eigentlich gar nicht her, aber saß hier der Ben und hat versucht, sich eine YouTube-Karriere aufzubauen. Nee. Hier gibt es Folgendes. Was ihr hinter mir hier seht, ist wahrscheinlich noch ehemalige Ackerfläche des Dorfes Oberberghausen. Das gab es hier bis circa, ganz grob gesagt, 1890. Ja? Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Normalerweise sind Wüstungen, die man im Wald finden kann, erheblich älter. Eine Wüstung ist eine aufgelassene Siedlung, aufgelassen im Sinne von verlassen. Ja, also wenn die Leute, die da mal gelebt haben, sich irgendwann zurückgezogen haben, in die nächste Stadt gezogen sind, das Leben im Wald bzw. sehr weit weg von Infrastruktur und anderen Menschen zu anstrengend und vor allen Dingen zu unwirtschaftlich wurde, dann wurden die entsprechenden Siedlungen ganz oft aufgelassen. Deutschland ist übersät von aufgelassenen Siedlungen im Wald. Ja, übersät ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt wirklich reichlich. Oft war das im Hochmittelalter, dass sie da aufgelassen wurden, weil sich das dann nicht mehr rentiert hat. Spätestens kurz nach dem Hochmittelalter, bei den ersten Säkularisationen, sind auch viele, viele solche Waldsiedlungen dann eben entsprechend aufgelassen worden. Was länger als ein paar hundert Jahre im Walde aufgelassen ist, ist heutzutage überhaupt nicht mehr zu erkennen. Die einzigen Möglichkeiten, wie man dann noch feststellen kann, dass da mal eine menschliche Siedlung gewesen ist, besteht darin, dass man so ein paar wallartige Strukturen findet, eventuell noch ein bisschen verkohlten Boden, wenn es da mal einen Meiler gegeben hatte. Das ist auch noch sehr lange nachweisbar. Und sonst bietet es sich noch an, über entsprechende Zeigerpflanzen zu gehen, dass wenn man zum Beispiel Flächen findet, wo flächenmäßig mitten im Wald ein Haufen Brennnessel steht, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, kann man davon ausgehen, dass hier mal in irgendeiner Form ein erhöhter Stickstoffeintrag stattgefunden haben muss. Brennnessel braucht sehr viel Stickstoff, um das Brennzeugs für die Brennhaare, Brennzeugs, sehr wissenschaftlicher Ausdruck, entsprechend herzustellen. Und dafür eben jede Menge Stickstoff, und der muss irgendwo herkommen, und dass der sich irgendwo mitten auf einer sonst nicht weiter hervorhebbaren Fläche im Walde einfach so ansiedelt, das geht nicht. Das heißt, da kann eigentlich nur noch eine menschgemachte Erklärung die wahrscheinlichste sein. Soll heißen, hier muss es dann mal in irgendeiner Form vielleicht eine Viehweide, einen Kuhstall oder sonst was gegeben haben, und damit kann in nicht allzu weiter Entfernung nur eine menschliche Ansiedlung gewesen sein. Ja, ich bin wieder bei Freising. Wir hören im Hintergrund ein Flugzeug. Wie schön, wie damals. Toll. Bei mir zu Hause gibt es ja schon zu viel Flugverkehr, aber das sind alles so Mini-Flieger, ne? So 2, 3, 4, 5 Personen, die da reinpassen. Hier sind es so richtig schöne Langstreckenflugzeuge vom Franz Josef Strauß Flughafen. Heidenei. Ja, habe ich sehr vermisst. Ja, das also zur grundsätzlichen Geschichte zu eben entsprechend solchen Wüstungen, wie man die nachweisen kann. Diese hier ist ja jetzt gerade mal, na sagen wir mal, grob 150 Jahre lang verlassen. Ja? Nicht ganz, aber fast. Das bedeutet, hier haben wir noch mehr Möglichkeiten, die entsprechende Siedlung zu dem Relikt, was noch stehen geblieben ist, nachzuweisen. Nämlich, es gibt noch Mauerrestchen, und die werde ich euch auch zeigen. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Relikt, das noch stehen geblieben ist. Was hat es denn jetzt bitte damit auf sich? Das ist auch ein ganz häufiges Phänomen, wenn es um Wüstungen geht, dass ein Gebäude oft stehen gelassen wurde, weil man es da nicht übers Herz gebracht hat, sage ich jetzt mal, das auch abzureißen, beziehungsweise das einfach auch verwahrlosen zu lassen, bis es von alleine zusammenbricht. Und dabei handelt es sich
Naja, der ein oder andere wird es vielleicht schon erraten haben, um die Kirche des jeweiligen Dorfes. So auch hier. Man findet also hier mitten im Nirgendwo, in Anführungszeichen, also es gibt hier auch ein Arboretum, beziehungsweise wir sitzen mittendrin im Arboretum, das ist so eine Art Museumswald mit ausgewählten speziellen Baumarten, die normalerweise in einem Forst gar nicht vorkommen. Das ist auch kein klassischer Forst, sondern eben ein Arboretum. Wirtschaftliche Nutzung steht hinten an. Das ist eher so eine parkartige Struktur mit genau geplanten Bäumen verschiedener Kontinente, die dann hier eben da sind, um mal zu zeigen, was gibt es denn sonst noch so an Bäumen auf der Welt. Voraussetzung ist natürlich, dass die entsprechenden Bäume bei uns in Europa, Mitteleuropa, insbesondere hier in Bayern, irgendwie überhaupt wachsen können müssen. Limitierender Faktor ist hier für diesen Standort insbesondere der Winter. Es kann hier, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, doch durchaus empfindlich kalt werden. Ich bin mal bei minus 18 Grad zur Uni gefahren. Gefahren meint, ich hatte mir, weil auch Schnee lag, mit meinen Langlaufski extra eine Loipe zur Uni gespurt, um zur Uni zu fahren, was ich genau einen Tag machen konnte. Und dann ist alles getaut und dann war es wieder vorbei. Und ich hatte davor 2 Tage gebraucht, um diese Loipe in einen einigermaßen fahrbaren Zustand zu bringen. Na egal, war trotzdem witzig, als man dann an der Uni ankam mit Skiern über der Schulter. Hä, wo kommst denn du her? Ja, ich bin hier mit Skiern hergelaufen. Hä? Ja, kleine Anekdote. Jedenfalls, was wir uns jetzt angucken werden, ist vor allen Dingen die Kirche von Oberberghausen, denn so heißt diese Wüstung hier, Oberberghausen, das war das Dorf. Die Kirche heißt St. Clemens, für diejenigen, die das interessiert. Drumherum gibt es noch einen Friedhof mit denkmalgeschützter Friedhofsmauer und vor allen Dingen recht interessanten Grabsteinen, die nämlich eben nicht Steine sind, sondern eiserne Kreuze, geschmiedete Kreuze. Vom Design her durchaus interessant. Das sind die Gebäude, die noch stehen, also einmal diese Kirche und dazugehörig noch so ein kleiner Schuppen. Der könnte aber jüngeren Datums sein, dass man den aus irgendwelchen Infrastrukturgründen der Kirche hinzugefügt hat. Und der Rest sind Mauerreste, die wir uns dann auch anschauen werden. Bei mir daheim beispielsweise, da gibt es auch vielleicht sagt das zufällig jemand, Muggensturm. Steht mitten in der Landschaft eine einzelne Kirche mit einem riesigen Friedhof drumherum. Das ist auch nicht so, dass man da einfach eine Kirche mitten ins Nirgendwo gestellt hat, sondern das war mal ein Dorf. Alles andere ist im Laufe der Zeit aufgelassen worden, also wurde einfach nicht mehr genutzt. Die Leute sind umgezogen in die Stadt und das Einzige, was übrig blieb, war wiederum die Kirche, weil man kann ja nicht einfach so eine Kirche verfallen lassen. Das bringt einen ja im wahrsten Sinne des Wortes in Teufels Küche. Ne? So. Und damit genügend der Vorrede. Ich werde noch weitere historische Orte im Rahmen dieser Reihe eben entsprechend besuchen wollen. Und hiermit fangen wir jetzt an. So, jetzt auch mitten im Bestand. Da hinten kann man bereits die Kirche stehen sehen. Und so kurz vor der Kirche, ne, in diesem Bereich, diese Anhöhe, auf der das Kirchlein steht, ist vermutlich nicht ganz natürlich. Da werden sie wahrscheinlich ein bisschen rumgebuddelt haben. Ich wüsste nämlich nicht, durch welchen natürlichen Prozess diese Anhöhe, so wie wir sie da sehen, entstanden sein soll. Deswegen ist einfach anzunehmen, so rein von der Logik her, dass diese ziemlich ebene Fläche vor der Kirche wahrscheinlich mit irgendwas gebaut gewesen sein sollte oder muss, je nachdem. Und das wäre jetzt das Erste, was wir uns anschauen. Wir schleichen da mal ein bisschen rum und gucken mal, ob wir schön die Jackentasche zumachen, irgendwelche Gebäudereste da finden können. So, mal schauen. Mal gucken, wo ich durchlaufe, sonst bleibe ich mit dem Stativ hängen. Ja, Gebäudereste konnte ich leider keine entdecken, dafür aber diesen alten Keller. Man hat ja damals selten wirklich mit Keller gebaut. Insbesondere bei den alten Höfen, die es hier gegeben hat. Es waren 4 an der Zahl. Das muss ich jetzt einfach mal vorwegnehmen und so tun, als ob ich das jetzt plötzlich wüsste, weil ich hier schon so lange rumgesucht habe. Nee, das kann man natürlich recherchieren, dass das mal 4 Höfe gewesen sind. 4 Höfe meint 4, ja im Grunde Bauernhöfe, wenn man so möchte, die hier eben auch um die Kirche drumherum eben sehr wohl den Wald gerodet hatten und dann ihre landwirtschaftliche Nutzfläche hatten. Was die alle nicht hatten pro Hof, war ein Keller. Deswegen hat man wohl diese Anhöhe, auf der sie die Kirche eben entsprechend, auf die sie die Kirche gesetzt hatten, auch genutzt, um dann in die Anhöhle rein eben entsprechende Keller anzulegen, einfach um Dinge, die schnell zu verderben, etwas kühler zu halten. Je nachdem, wie weit so ein Keller in den Berg reingegangen ist, der da, naja, sagen wir mal so, man sieht eine Wand nach etwa 5 Metern,
wenn man da eben entsprechend reinguckt. Reinkommen tut man nicht. Hier ist entsprechend ein Zaun, der ist auch auf allen Seiten. Und wenn der Zaun noch intakt ist und nicht irgendjemand anders ihn schon eingerissen hat, dann möchte ich auch nicht derjenige sein, der ihn zum ersten Mal einreißt. Das heißt, ich bleibe da draußen. Deswegen können wir uns das auch nicht näher angucken. Jedenfalls, das wird mit Sicherheit in irgendeiner Form eine Kühlungsfunktion als Vorratkeller gehabt haben. Da wir uns hier in Bayern befinden, werden die mit Sicherheit da auch ihr Bier gelagert haben, damit es etwas länger frisch bleibt. Und ja, das ist auch im Wesentlichen die anzunehmende Funktion, die eben entsprechend dieser Keller dann hatte. Ne? Jo. Andere Gebäudereste, muss ich gestehen, das überrascht mich selber. Habe ich jetzt in diesem Bereich hier eben vor der Kirche, den ich euch gerade gezeigt habe, nicht gefunden. Keine Mauerreste, kein gar nichts. Hätte gedacht, da gibt es mehr. Aber gut, dann gucken wir einfach weiter, was wir noch so finden. So, ich nutze mein Stativ mal als Deppenzepter in der Hoffnung, dass sich das Gewackel in Grenzen hält. Ja, also auch in dieser Wiese, wo ich hier jetzt gerade unterwegs bin, ich schleiche jetzt einfach mal um die Kirche drumherum, in der Hoffnung, dass in irgendeiner Form doch irgendwelche dieser Höfe um die Kirche drapiert gewesen sein müssen. Aber bisher auch hier noch nichts zu entdecken. Also ich weiß, dass es mindestens einen Hof geben muss, der als Grundriss, also als Gemäuer noch zu finden ist. Und ich nähere mich jetzt erstmal dem ersten noch heute intakten Gebäude. Sehen wir gleich. Beziehungsweise, wenn ich euch mal wende, da ist es. Ne? Ist doch größer als man denkt. Ich hatte das irgendwie als kleinen Schuppen in Erinnerung. Schauen wir mal durchs Fenster. Ja, also ich vermute, ihr seht nicht viel. Ich kann da irgendein aufgerolltes Seil, ein Plastikeimer und sonst eigentlich nur Leere entsprechend erkennen. Ist auch nicht so wichtig. Im Grunde ist das ein Lagerraum dann geworden. Aha, ja, man erkennt schon, es ist ein bisschen älteren Datums vom Bauwerk her, weil sowas baut man da heutzutage nicht mehr ein. Muss also auch einen kleinen Dachboden geben. Netterweise steht die Tür offen. Ich habe ja einen Stock, auf dem meine Kamera sitzt. Das heißt, ihr dürft da mal reingucken. Mal schauen, was wir da entdecken. Etwas groß sein ist manchmal doch von Vorteil. So, dann sagt mir mal, was ihr da findet, weil ich kann da nicht gucken. Ich gucke dann später im Schnitt, was da gewesen ist. Puh, da bin ich wieder. Ja, folgendes. Da ist jetzt die Kirche. Tatsächlich keine Ruinen bisher gefunden von den eigentlichen Höfen. Die könnten aber auch alle ganz am anderen Ende sein. Das heißt, die finden wir schon noch. Das da jedenfalls jetzt eben erstmal die Kirche. Die ist romanisch von der Gründung her, ist sogar erstaunlich alt. Es ist anzunehmen aufgrund erst urkundlicher Erstnennungen etc. pp., dass die sogar aus dem 11. Jahrhundert stammt. Also wirklich knallealt. Sie wurde allerdings im 18. Jahrhundert, also 1700 und gerade nochmal vom Innenraum her barock überbaut. Das kann man dann anhand vieler interessanter architektonischer Details im Inneren feststellen, wenn man sich da auskennt. Ich hatte das Vergnügen mal mit einer Architektur, also dass wir das mal als Exkursion angeguckt haben und bei dieser Exkursion eben auch Architekturstudenten dabei waren. Wir konnten den Wald erklären, meiner einer und meiner meinesgleichen. Und eben entsprechend die Architekturstudenten konnten uns dafür dann was zum Innenraum der Kirche eben entsprechend erzählen. War sehr interessant. Leider ist sie nur zu besonderen Tagen geöffnet, vorzugsweise Sonntage. Und jetzt gerade nicht offen. Das bedeutet, leider können wir nicht reingucken. Wäre natürlich interessant gewesen. Was aber geht, ist den Friedhof anschauen. Und genau das werden wir jetzt tun. Und natürlich gucken wir uns die Kirche, soweit man es von außen kann, noch im Detail an. Ich nehme euch mal wieder Huckepack. So, los geht's. Ja, okay. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, dass das nicht so sehr wackelt. Aber immerhin, krumm und schief.
Ja, das ist das Problem. Das Stativ wiegt ein Kilo. Türchen wieder zumachen. So. Da drüben übrigens könnt ihr die historische Gärtnerin erkennen, wie sie gerade Feuer macht. Ups. Da drüben könnt ihr nicht die historische Gärtnerin erkennen, wie sie nicht irgendwelche Dinge tut, die man gegebenenfalls eventuell hier nicht darf. Ne? Also das ist, hat nicht stattgefunden. So. Wir nähern uns dem Kircheninneren. Recht interessant und gar nicht mal so häufig sind diese kleinen Vorbauten, wie diesen hier, den man hier sehen kann. Da kann man jetzt auch reingehen, das mache ich jetzt mal schnell. Die Leute damals waren kleiner, ich habe mir hier gleich den Kopf an. Und dann kommt man hier zu diesem tollen Fenster und dann kann man da theoretisch versuchen reinzufilmen und dann sieht man nicht viel und naja, wir gehen mal noch ein bisschen näher ran. Also, vielleicht könnt ihr ein wenig was erkennen. Ist an sich wirklich ein hübsches kleines Kirchlein, wenn man sich eben für Kirchenarchitektur interessiert. Hier gibt es auch sogar eine Reliquiennische, würde ich es jetzt mal nennen wollen. Oh, das ist also schon durchaus ganz nett gemacht alles. Jawohl. Ja, dann des Weiteren da hinten, wie gesagt, da ist niemand, der da Unsinn anstellt. Ja, ignorieren. Das Ding selber ist nicht besonders groß. Hier könnt ihr es jetzt mal so ein bisschen erahnen, die Ausmessung dieser Kirche. Trotzdem, die Größe ist dann relativ beeindruckend, wenn man sich mal ins Gedächtnis ruft, dass es hier bloß 4 Höfe gegeben hat. 4 Höfe meint allerdings nicht zwingend nur 4 Familien, sondern die hatten ja jeweils erstens damals einen Haufen Kinder. Zweitens hatten sie noch Knechte und Märkte. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich schon in dem kleinen Dörflein zur Blütezeit, als es hier eben entsprechend heiß herging und natürlich die Kirche war ja auch noch mit irgendeinem Geistlichen entsprechend ausgestattet, werden wir hier sicherlich 40, vielleicht sogar 50 Einwohner gehabt haben. Also so klein, so winzig war der Ort dann doch nicht. Und hier treibt irgendein Tier auf den Gräbern sein Unwesen. Hallo. Ja, wer wohnt denn da? Das enge Maus. Ja, die weiß jetzt natürlich auch, dass ich da bin. Damit hat sich das auch schon erledigt. Gut, wir stellen die Kamera mal wieder auf stationär. Hoppala. Ja, was ihr hier jedenfalls sehen könnt, sind die jeweiligen Kreuze. Man hat die restauriert, die sahen nicht so gut aus, als man hier vor, keine Ahnung, was weiß ich, 100 Jahren oder was, angefangen hat, sich darum zu kümmern, dass das Kirchlein inklusive dem entsprechenden Friedhof erhalten bleibt. Deswegen sind sie jetzt schön poliert, teilweise entrostet. Natürlich auch die ganzen Schilder mit den Inschriften sind teilweise erneuert bzw. eben restauriert worden, sodass man das schön lesen kann. Wir gehen mal ein bisschen näher ran an das eine oder andere. Hier zum Beispiel ganz hübsch gemacht, eben entsprechend mit, Verzeihung, so, mit der Möglichkeit, das erst aufzumachen und dann steht da eben entsprechend was drin. Oder haben wir auch eine Jahreszahl, geboren, 24. Februar 1804, Familie Reichardt, Grabstätte der Familie Reichardt oder sowas, auf dem Messnerhof, hier erwartet, die Auferstehung Matthias Reichardt, geboren 24. Februar 1804, gestorben 17. Dezember 1850. Der vorletzte Messner von Oberberghausen. O Wanderer, bitte für unsere Ruhen, mach's Türle wieder zu. Jo, mache mal. Das ist ja auch cool. Mach's Türle wieder zu. Jupp. Ja, also das war jemand Wichtiges offensichtlich, deswegen hat der vermutlich auch ein Türle. Ah ja, gut, da haben wir aber schon vorletzter Messner, 1850 verstorben, das heißt danach kam noch mal einer und dann war hier Schluss. Ja, hier noch mal was mit Türchen. Also, ich lese mal vor, hier liegen begraben die Vorfahren des Georg Abstreiter, Sessas auf dem Tellmeierhof in Ampertshausen,
bis die Familie sich 1873 in Wippenhausen einkaufte und dorthin verzog. Jetzt muss man wissen, Ampertshausen, das ist relativ weit weg. Seltsamerweise liegen halt eben die Vorfahren von dem Herrn Abstreiter Georg, der sich halt dann eben in Ampertshausen aufgehalten hat. Das heißt relativ weit weg. Also das sind halt zwei Dörfer weiter, das sind vielleicht 10 Kilometer, wenn es hochkommt. Jedenfalls, oder war Ampertshausen? Nee, Ampertshausen, das sind schon 10 Kilometer. Und dem seine Vorfahren, die namentlich offensichtlich gar nicht mal bekannt sind, liegen hier, weil sie offensichtlich hierher stammten, die entsprechende Familie. Also wer hier aus der Region kommt, für den ist dieser Friedhof sicherlich noch mal interessanter, weil er dann mal gucken kann, ob nicht eventuell auch zu seinen Vorfahren hier ein Grab bzw. ein Hinweis auf den Inschriften der Gräber entsprechend zu finden ist. Ja, sehr interessant, wie ich finde. Wir gucken uns schnell noch mal den Rest als Panorama an und dann sind wir hier aber auch fertig und dann gehen wir wirklich mal die Gebäudereste der eigentlichen Höfe suchen. Was man übrigens jetzt hier bei der Kapelle noch schön erkennen kann, der vordere Teil, also der Altarbereich, der ist später hinzugefügt worden. Also das wurde ursprünglich, also das weiß ich jetzt, weil ich eben mit den Architekturstudenten hier war, ursprünglich war das Ding nur so kurz wie der Hauptbereich, also das Hauptgebäude, ne? Ohne dieses Mäuerchen, wo sie das da eben noch hinten dran gesetzt haben. Und das ist deutlich jünger, was dann hinten dran gesetzt wurde. Wahrscheinlich steht das in Verbindung mit dem barocken Innenausbau und ist damit erst demzufolge erst im 18. Jahrhundert dran gebaut worden. Erst 18. Jahrhundert. Ist ja langweilig. Wenn man sich so mit alten Dingen auseinandersetzt, irgendwie macht sich in einem da so ein bisschen eine je älter, desto toller Stimmung breit. Ist ja eigentlich ein bisschen unfair, ne? Aber trotzdem. Gut, jetzt gehen wir Mauerreste suchen. Jo, jetzt muss ich Entschuldigung sagen, weil ich war mir ziemlich sicher, ich finde hier noch Mauerreste von den alten Gehöften. Nee, scheinbar nicht. Also bisher jedenfalls nicht. Ich bin mir aber sicher, dass das hier hinten, wovor wir hier stehen, diese Kuhle quasi hier im Waldboden, ich denke, ihr könnt sehen, das muss auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Gebäude gewesen sein, das da gestanden hat. Das waren ja recht große Höfe und die sind ja auch noch nicht so lange weg. Das kann also nur tatsächlich gewesen sein, dass die doch ein wenig gegraben haben und sich wohl doch einen sehr leichten, einfachen Keller unter ihrem Gebäude zugelegt haben. Spricht ja nicht gegen einen zusätzlichen Bierkeller unter der Kirche, also dass sie diesen Kirchhügel unterkellert haben. Muss also meine Aussage, dass die wahrscheinlich keine Keller hatten, eben wieder zurücknehmen, weil das hier sieht wirklich verdächtig so aus, als hätten sie hier eben eine Grube angelegt, um da ihre Gebäude reinzusetzen. Es gibt da drüben eine weitere kleinere Grube und auch dieser Bereich dazwischen. Hier, schaut mal. Das sieht schon sehr verdächtig aus. Das kann auf keinen Fall natürlich entstanden sein, diese Grubenlandschaft. Ich schwenke euch auch gerne mal. Dann könnt ihr euch hier mal ein bisschen umgucken. Also da bin ich mir schon sehr sicher, dass das eben mit den Höfen in Verbindung gestanden haben muss. Dass die also doch dann wahrscheinlich noch ein wenig mehr Kellerbereich gehabt haben, waren vermutlich auch eben nur Holzhäuser, wohl mit einem steineren Fundament, davon bin ich zumindest ausgegangen, auch wenn man jetzt davon eben nicht allzu viel sieht. Jetzt ist die Frage, wo sind die Steine abgeblieben? Hat man die irgendwo anders zum Bau genutzt, weil behauene Steine man eigentlich immer hat brauchen können? Also immer in der Geschichte, wann immer
irgendwelche alten Gebäude, die über einen gewissen Steinreichtum verfügt haben, abgerissen wurden bzw. nicht mehr genutzt wurden und dann einfach leer standen, ist nach und nach jemand gekommen und hat die behauenen Steine mitgenommen, weil man die halt auch für Bauprojekte bei sich selber daheim auch hat brauchen können. Steine haben auch was gekostet. Ab dem Mittelalter wurden die dann irgendwann teuer und da war gerade die Rotelmaus. Jetzt habe ich endlich mal eine gesehen. Ich kriege die heute nicht auf die Kamera, die sind echt zu flott, aber die Mäuschen hier im Wald sind sehr aktiv. Naja, jedenfalls behauene Steine, immer wertvoll gewesen, wollte man immer entsprechend haben und ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass ich hier keinen einzigen Stein mehr finde. Ich finde bloß, ich denke immer, ich hätte einen Stein gefunden und dann ist es letztendlich bloß wieder ein Baumstumpf. Aber ich habe gerade mal meine Sonde losgeschickt, Freundin, die eben entsprechend auch noch mal ein bisschen sucht, ob sie nicht noch was findet. Vielleicht finden wir noch was Besseres, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eben dieser Bereich auf jeden Fall irgendwie baulich genutzt worden ist. Da vorne gibt es auch noch mal so ein kleines Plateau, das gucken wir uns auf dem Rückweg noch mal an, das einfach auch aussieht, als hätte man da ein Gebäude in eben diese Hügellandschaft, die wir hier hinten sehen, einfach ein bisschen hineingesetzt und dafür ein bisschen Erde abgetragen. Das sollte also auch definitiv ein Platz von einem dieser Höfe gewesen sein, zumindest von so einem Hauptgebäude. Wir suchen weiter. So, also da hinten kann man jetzt noch mal schön das Kirchlein sehen. Und ich habe jetzt den kompletten Wald hier vor uns, ich stehe auf dem Baumstamm, deshalb leider etwas wackelig, abgegrast und durchsucht, ob ich da irgendwelche Anzeichen für Gemäuerreste finde. Aber leider, finde ich nichts. Das erklärt auch, warum so betont wird, dass sämtliche Anlagen der Kirche inklusive die Friedhofsmauer und sämtliche sich dort befindlichen Steine unter Denkmalschutz stehen, weil mehr ist dann wohl doch leider nicht mehr übrig, außer eben so ein paar Geländestrukturen, an denen man ein bisschen was Historisches erkennen kann. Also auch dieser Wall da in Anführungszeichen, das wird wahrscheinlich ein eingeschnittener Weg gewesen sein, der in diese Richtung ging. Weil wenn wir jetzt mal nach hier gucken, dann sehen wir, das Ding wird hier breiter, also ne, nach da und hier lang und wird nach da unten immer breiter. Und da, wo hier mein Markierungsmännlein steht, Fraulein eigentlich, geht da fast sowas los wie ein Weg, der scheinbar hier hochführt. Dieses Plateau, dieses so halbschräge, da könnte sich auch ein Gebäude gut befunden haben, weil das offensichtlich bearbeitet wurde und eingeschrägt wurde, weil es gibt keine natürliche Ursache für eben diesen Graben, der hier hochführt. Also könnte das potenziell schon ein Weg gewesen sein. Und hier auf dieser Anhöhe befand sich eben ein Hof, so in unmittelbarer Nähe zur Kirche würde das definitiv auch Sinn machen. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal schauen. Upala! Entschuldigung! Wackelkamera. Ja, Brombeeren überall. Jedenfalls, ich gehe jetzt trotzdem noch mal schauen, ob ich hier nicht doch noch ein bisschen was finde. Gucken wir mal. So, ja, also nach umfassender Suche gebe ich selber jetzt auf. Also ich finde hier wirklich keinerlei Reste von irgendwelchen überdauernden steinernen Strukturen. Mal abgesehen von der Kirche eben entsprechend selbst. Das ist schade. Ich dachte, es gäbe noch was. Ich hatte das echt so in Erinnerung, dass man hier noch irgendwelche kleinen Mauerrestchen finden kann. Das macht aber nichts, weil es gibt ja noch andere historische Orte entsprechend im Wald, bei denen die Chance auf Mauerresten 100% beträgt, weil da bin ich mir wirklich sicher, dass da welche sind. Also jedenfalls habe ich da vor ein paar Wochen noch vorbeigeschaut und dann waren welche da. Ganz anderes Problem ist, dass ich jetzt meine Freundin wiederfinden muss. Bei meiner ganzen Sucherei habe ich sie jetzt leider ein wenig aus den Augen verloren. Aber ich glaube, das sollte möglich sein. Ich kann meine Notfall-Hut-Signalpfeife einsetzen, ja, dann brauche ich die zum ersten Mal. Das wäre mal was Neues. Ja, irgendwo muss die doch jetzt sein. Hier gibt es übrigens auch ein paar imposante alte Douglasien, so wie die da. Ne, das gibt es auch. Ja, dann wünsche ich viel Spaß bei eurer nächsten Suche von historischen Dingen im Wald und mir viel Glück bei der Suche nach Freunden. Ja, wo ist er denn? Macht's gut.